So, grüß Gott, das ist der Meier Werner wieder mal und heute möchte ich euch ein Tutorial zeigen über Blumble. Das, was ihr hier seht, ist mein Tablet, genau. Und wie installiert man Blumble? Ich sehe jetzt vielleicht schon oben geschrieben, das ist der graue Android mit dem Headset auf der Birne, genau. Okay, ich zeige euch mal zuerst, wie man sowas installiert. Genau, okay. Wie geht unten rechts? Unten ist das Menü, da drücke ich jetzt mal drauf. Das geht ein paar Sekunden. Dann Play Store. Und dann schreibt er ein, ihr seht es ja hier, Blumble. Ja, aber ich würde Mumble eingeben. Also Mumble. Dann seht ihr das nach. Na, dann so. Ja, und mit diesem Blumble, da drückt er dann drauf. Ja, und dann wird das aufspringen. Hier geht es jetzt ein paar Sekunden. Genau. So, und dann dort, wo ich jetzt das offen habe, heißt dann installieren. Das installiert er dann. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr dann auf einem Display gucken, was dann ist. Und es ist dann neben der Invoice, Google Drive, da nebendran ist dann Blumble. So ist es bei mir. Ihr könnt es dann einrichten, wie ihr lustig seid. Und ich mache das jetzt mal auf. Genau. Und oben rechts ist ein Pluszeichen. Da drückt ihr mal drauf. Ja. Wenn ihr da drauf gedrückt habt, seht ihr dann Beschreibung. Und da könnt ihr reinschreiben, zum Beispiel Mumble Funk. Dann unten Voice.mumble Bindestrich Funk. .de. Den Port könnt ihr lassen. Dann schreibt da unten hin euer Name. Ich nehme jetzt zum Beispiel mal Mumble. Und dann auf hinzufügen. Ja, genau, auf hinzufügen. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr dann eingehen. Ja, ich gehe jetzt da mal drauf, dass ihr seht, um was es geht. Ah, ihr könnt dann auch die Einstellungen machen. Ja, und da geht ihr auf die drei Dings. Ich gehe nochmal zurück. Oh. Nochmal. So. Neben den Favoriten seht ihr drei Striche. Da drückt ihr mal drauf. Und dann könnt ihr dann die Einstellungen machen. Ich muss auch schon die Brille anziehen und sehe nichts. Und dann geht er runter zu den Einstellungen. Ja, und bei den Einstellungen allgemein, da könnt ihr das Zertifikat, jetzt muss ich mal schauen, Chat nachrichten. Ihr seht einfach da, wo ich die Häkchen gemacht habe, macht es hier auch. Ja, also bei Text zu Sprache, da müsst ihr es ja nicht machen. Außer ihr hättet würdet das gerne benutzen wollen. Dann das Zertifikat ist das zweitunterste. Da könnt ihr ein Zertifikat erstellen. Also, ihr geht auf das oberste Zertifikat erzeugen. Das könnt ihr dann auch benutzen auf Mumble. Ja. Und ihr erzeugt euch dann hier, ich mache das mal kurz auf. Dann könnt ihr hier. Ist das Zertifikat schon erzeugt, dass ihr dann abholen könnt. Bei der Zertifikatdatei zum Beispiel sieht es dann so aus. Ihr nehmt dann eins. Ihr habt nur eins dann, wenn ihr es frisch installiert habt. Ich habe da mehrere. Genau. Und da, wo dann der blaue Punkt ist, das ist dann das Gültige. Ja? Dann Standort, Benutzernamen, dir nichts reintun. Entfernte Server-Zertifikate auch nicht.
Dann geht er zurück, dann geht er auf Audio. Und da, wo das Häkchen drin ist, Push to Talk-Taste festlegen, das würde ich tun. Somit könnt ihr dann auch sehen, dass ihr hier die Push-to-Talk-Taste schon drauf habt dann. Was ist wichtig? Ohrhörmodus, das würde ich nicht machen. Aufnahme, Lautstärke, können wir mal drauf gehen. Da seht ihr, habe ich 28. Da hier ist es, 28. Ja. Signalwerte sind bei mir. Da gibt es nichts zu sehen. Bildschirm, Push-to-Talk, da würde ich auch nichts machen. Und dann zu unterst haben wir auch noch ein paar Sachen, die ihr jetzt da seht. Genau. Da haben wir zum Beispiel Audio pro Paket, Eingabequalität, Samplerate. Die kann ich euch mal zeigen. Da Samplerate ist bei mir 22.050 Hertz. Ja. Aber jetzt wird es auch bei 44.100 Hertz sein. Ich würde da mal auf 22.050 gehen zum Anfang. Ja, dann hat man sicher keine Probleme. So, dann Eingabequalität. Da habe ich es eingestellt bei 35 PS. Ja. Und die anderen Sachen, eben das Häkchen da bei aktiver Eingabe, Eingabe, das Häkchen müsst ihr auch reinmachen. Obus, Outdoc, Obus, Codec aktivieren, würde ich auch nicht kein Häkchen reinmachen. Wenn das soweit ist, dann wäre es das schon gewesen. Ja. Und dann das Aussehen könnt ihr auch noch verändern. Also bei mir ist es jetzt so schwarz-weiß. Ja. Ihr könnt es so eingestellt lassen, wie ihr lustig seid. Das andere ist noch über rechtliche und Danksagungen. Da können wir auch mal reingehen und mal nachschauen. Genau, da sieht es. Ist nicht viel drauf. Also, wie gesagt, es braucht nicht viel. Genau, so, jetzt haben wir das gemacht. Und jetzt gehen wir mal rein. Und dann könnt ihr auch sehen, dass das genauso ist, wie ich es euch versprochen habe. Ist das eine coole App, die mit dem richtigen Mumble nicht nur verwandt ist, sondern auch gebrauchbar ist. Das ist ein Open Source Produkt. Also das heißt ja auch, es ist eine sichere Sache. Genau, es ist Voice IP, genau, wo schon fast die ganze Welt davon spricht. Also das heißt auch sehr gute einer Annahmequalität. Es ist anders wie der TS3. Es tut nur das, was es tun sollte. Es ist übersichtlich. Ihr seht unten den Button, Push to Talk. Wenn man da drauf drückt, ich mache das jetzt mal, dann wird das grau oder blau. Ja. Und wenn man dann wieder drauf drückt, ohne zu sprechen, dann ist es auch wieder schwarz. Ja. Also immer drauf drücken, wenn man sprechen möchte. Und wenn man nicht mehr sprechen möchte, dann drückt man wiederholt drauf. Genau. Und jetzt oben sind die Gateways. Das zeige ich euch auch noch. Das Gateway besteht aus einem Funkgerät, einem Computer und einer Antenne im Armhaus oder auf dem Haus. Und da unten, weiter unten sind dann die Verlinkungen, die man sehen kann. Dann haben wir hier mich jetzt als Xerius im Eingang. Ja. Kann man verändern. Ah, das zeige ich euch jetzt gerade noch. Wenn ihr was verändern möchtet, zum Beispiel, ihr möchtet jetzt in einen anderen Kanal springen, dann geht ihr einfach zum Beispiel auf den Treffpunkt 4. Ja, und dann seht ihr unten, seht ihr, jetzt haben wir den blauen Strich gesehen und oben rechts ist ein Pfeil, der nach rechts guckt. Da drückt ihr dann drauf und dann springt man automatisch darunter. Seht ihr? Und so kann ich dann immer wieder hin und her springen, je nach Lust und Laune. Jetzt geht er wieder zurück. Genau. So, ich hoffe, und eben unten auf den Pfeil gehen und dann wieder mit Bestätigen rausgehen. Und dann sind wir wieder am Ausgangspunkt. Ich danke euch schon mal.
fürs Zuschauen. Und ich hoffe, dass euch die Applikation Blumble gefällt. Genau, kommt uns doch mal besuchen. Die Adresse habt ihr jetzt. Genau, ihr könnt auch die Software Mumble runterladen auf dem PC. Die ist dann ähnlich zur Hand haben. Ja, da gibt es dann auch schon viele Möglichkeiten. Okay, ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch eine schöne Zeit.